Suchen wir Tainted Lilith, schätze ich. Ja, sind von Fully 56 Monate. Resub, wie vielen Dank. Keine Sorge, mein Moral ist gerade in sich zusammengebrochen. Bin guter Run. Gott! Ich hätte es geschafft. Wisst ihr, das wäre alles okay, wenn ich es nicht schon geschafft hätte und das fucking Spiel gecrashed wäre. Ich hatte es doch schon. Eternal Item Descriptions funktioniert für Kane wieder. Ich habe das Gefühl, dass Kane mit Eternal Item Descriptions noch umständlicher zu spielen war als ohne immer. Oh, nehme ich meinen Flash eigentlich mit. Ich sehe gerade die Antwort hilfreich, ich will die Nachricht sehen. Bei Dogma warst du halt zu nervös, da hast du nicht gut performt und du bist in die Laser gerannt. Yeah, das ist ziemlich hilfreich. Der Trick ist es, nicht getroffen zu werden. Aber sind davon, war ich bei Dogma nicht sogar... Ne, ich wurde bei Dogma, ja, die Strahlen haben mich getroffen. Ich will gar nicht mehr drüber reden. Ich gehe einfach weiter. Ich werde gar nicht mehr drüber reden. Es gab keine Lost Runs, in denen ich zu den Repentance-Bossen kam. Die haben gar nicht existiert. Ich kann euch leider nicht ganz folgen. Ich befürchte, ihr habt euch im Stream verirrt. Das einzige Lost, worüber wir hier reden, ist die Serie. Ist das nicht total Lost? Apropos. Johnny hat immer wieder irgendwelche komischen Tweets gemacht, wo er irgendwie es geschrieben hat mit, oh, das ist einfach Lost, wie... Ich glaube, der Wald aus diesem Ocarina of Time... Ich weiß auch nicht, was das soll. Und scheiß unlustig. Auf jeden Fall. Meint er, dass hier irgendwelche Tweets davon... man kann auf Twitter Tweets planen, okay? Die man dann irgendwie einstellt. Er meint, dass er das mal ein paar gemacht hat. Dann habe ich das auch mal gemacht letztes Jahr. Ich dachte, irgendwann kommt Tweet, an den ich mich nicht erinnern kann. Aber ich habe mich halbwegs daran erinnert. Es war irgendwas mit... Ich glaube, der Tweet war der einzige... G-Mod, den ich in meinem Leben brauche, ist der Gomme-Mode, wenn der angeht oder so. Und, das war scheiß unlustig. Der kam online und dachte ich mir, der ist gar nicht mal so lustig. Aber, pass mal auf. Der Tweet hat irgendwie 120 Retweets. dieser Tweet ist ein richtiger Performer. Das war ein absoluter Hit, aus irgendwelchen Gründen. Ich denke, dass er scheiß unlustig war. Das ist der Twitter-Grind, yeah. Wisst ihr, was der wahre Twitter-Grind ist? Das war eine Sache, die habe ich, keine Ahnung, es war wieder irgendwas... Oh yeah, was in den Trends war. Hashtag Weltkrieg. Ich dachte mir, oh, ist in der Ukraine was passiert, aber es war irgendwie nur... wisst ihr was? Es war irgendwas Dämliches. Keine Ahnung. Das ist Twitter, okay? Ich dachte mir, oh, warum schaue ich überhaupt auf Twitter für irgendwelche Informationen? Auf jeden Fall. Was da auch wieder war, ist, das ist immer bei allem, was in den Trends oder so ist. Ich klicke übrigens schon seit Monaten nicht mehr drauf, weil diese Leute sind fucking anstrengend. Alle. Und was man immer wieder sieht, ich habe gestern zum ersten Mal drüber nachgedacht. Es sind Leute, die es gibt, die sehen diese Tweets und schreiben sie, oh, wer unter diesem Hashtag anklickt, da ist wieder gutes Material für die Blockliste. Okay. Wie habe ich mir dieses Verhalten vorzustellen? Ist es, dass du auf irgendeinen Twitter-Hashtag klickst? Oder sind dann irgendwelche Shit-Tags von irgendwelchen Leuten, die du nicht leiden kannst? Und es gibt schlechte Takes auf Twitter, mein Gott. Und dann sagst du, begibst dich bewusst dahin und dann klickst du Leute an, die dich nerven,
Und ich kann weiterspielen. Und dann klickst du auf Blockieren. Bei Leuten, mit denen du so oder so niemals jemals interagieren würdest. Wirklich? Und das ist, wie du deinen Freitagabend verbringst? Ich meine, was? Was soll das bezwecken, dass du jemanden blockst, mit dem du nie interagiert hast und nie interagieren wirst? Aber vielleicht würde ich sonst mit ihm interagieren, das will ich nicht. Ja, so würde ich auch auf jeden Fall auf irgendwelche Shit-Hashtags klicken und Leute durch blockieren. Was ist der Sinn? Mein Gott. Wir gehen weiter. Das Gefühl, Leute wollen bei solchen Aussagen gerne gefeiert werden. Als ob so ein Statement machen oder sowas. Ja, yeah, aber es ist so. Warum blockst du Leute, mit denen du nicht interagierst? Was soll denn der Spaß? Das ist so, als würde ich, keine Ahnung. Nehmen wir Fully als Beispiel, okay? Sagen wir, ich würde Fullys alten Mathelehrer auf Twitter finden, würde ich sagen: Fick diesen Typen. Kann ich gar nicht leiden. Und dann blockiere ich ihn. So, was? Warum? Was soll das bezwecken? Warum habe ich meine Zeit investiert, um das zu tun? Wem hilft das? Die Selbstzensur? Ich weiß gar nicht, ob ich auf Twitter Leute geblockt habe. Ich finde es immer unterhaltsamer, Leute zu ignorieren. Also auf Ausblenden zu klicken. Sie schreiben dann nämlich immer, aber ich sehe es nicht und denke ich mir, yeah. Ist auf jeden Fall, ist ebenfalls gut investierte Zeit von dir. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen grausam, so ein Shadowban bei Leuten zu machen. Sam immer nur im Juten, yeah. Man muss auf fairerweise auch sagen, ich bin nicht allzu umstritten mit dem, was ich mache. Ich gebe üblicherweise Hot Takes zu irgendwelchen Süßigkeiten von mir, aber das war es auch. Das heißt, natürlich bekomme ich nicht allzu viel, keine Ahnung, nicht allzu viel Raum mit Leuten zu streiten oder so. Weil, warum? Über was? Außer es geht um die, um die Nintendo Direct Mario Kart Meinung. Die war ein bisschen umstritten. Ich muss niemanden blockieren. Warte, worauf wollte ich hinaus? Worauf wollte ich hinaus? Wollte irgendwas sagen? Ja, genau, Shadowban, ich denke, das ist grausam. Das ist auch das Einzige, was man machen kann, was man auf YouTube machen kann, wenn Leute einen nerven. Ich wünsche, man könnte welche blockieren. Das finde ich manche Leute nicht mehr. Nein, weißt du was? Ich würde gerne, dass du mitbekommst, dass ich dich blockiert habe, aber keine Möglichkeit. Aber gleichzeitig ist es auch, es ist wirklich fürchterlich, denn Leute wissen nicht, dass sie einen Shadowban haben. Das heißt, sie denken, was sie schreiben, sieht jemand, aber niemand sieht das. Leute können vielleicht ganze Vorträge schreiben. Keine Ahnung, was sie alles schreiben könnten. Ihr Lebenswerk. Niemand wird es jemals sehen. Ja, ihnen wurde die Stimme geraubt. Das ist grausam. Shadowban. Ich meine, an sich haben Shadowbans keinen Impact, aber... sind schon ziemlich übel an sich. Behalte eine Bombe. Wofür? Für den Engel. Nein! Da ist Perfection Trinket und instant wurde ich getroffen. Instant. In einer Instanz. Wir haben Mega Satan schon gemacht. Was mache ich denn am besten? Ich habe keine. Wisst ihr was? Wir sind so schnell. Wir schauen uns hier Boss Rush. Habe ich Boss Rush? Ich habe Boss Rush schon. The Lamb, schätze ich. Also von NF Dante. 3 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Ich wollte sowieso nur einen einfachen Run machen, nachdem kein Run vor diesem Run stattgefunden hat. Warum bin ich nicht in Goldraum? Ich hatte keine Lust, ehrlich gesagt.
Ich hatte keine Lust, nach Schlüssel zu suchen. Wir wollen eh nur bis The Lamb gehen und Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon ziemlich stark. Ausreichend stark für mein Ziel. Mit meinen 4,4 Damage. Ist nicht so stark, aber dennoch. Ah ja, ich hätte eine Bombs-AK-Pille. Ja. Guter Punkt. Die hätte ich einsetzen können. Aber ja, wenn ihr euch irgendwann mal dabei erwischt, dass ihr auf Twitter durch Hashtags geht, um irgendwelche fremden Leute zu blockieren, bedenkt, dass die Alternative, die Wand anzustarren und nichts zu machen, dass es sinnvoller ist und mehr bezwecken wird. Au. Der kleine Mann. Der wollte es aber wissen. Oh mein Gott, ich nehme gerade so viel Schaden. Ich sehe gerade irgendwas an dem Punkt. Verdienst du viel, viel Shadowban? Ja. Zu lange der Haltung. Das lese ich nicht nach. Machen wir direkt den Boss. Hey, Pieper. Oh, oh. Oh, oh. Seht ihr dasselbe, was ich sehe? Denn wenn ihr dasselbe seht, was ich sehe, dann seht ihr, dass ich sehr schlechten Damage austeile. Oh, ich kann aber sehr schnell, ich habe eine Feuerrate. Warum habe ich eine Feuerrate von 4? Holy Water oder Holy Shit? Was würdet ihr mitnehmen? Geht darum, die Mühe zu machen, mit einem zweiten Account zu schauen, ob man den Shadowban hat oder nicht. Willst du es nachschauen? Holy Light? Yeah. Oh, das funktioniert gut. Das war knapp. Stirbst du bitte? Das hat ganz gut funktioniert, würde ich behaupten. War eine gute Entscheidung. Vor allem, wenn wir noch einen Lack abhaben. Keine Sorge, den Goldraum werde ich mitnehmen. Holy Water wurde in Repentance gebufft. Holy Water ist ziemlich akzeptabel inzwischen. Es lähmt die Gegner nämlich. Das heißt, die Überlegung, ob Holy Shot oder Holy Water, das war kein Witz, das war ernst gemeint. Sind beides gute Items. Holy Water hat aber einige DLCs gebraucht, um gut zu werden. Jungs. Den habe ich doch gesehen. Den habe ich doch gesehen. Also im Kibasa, 54 Monate, Resub, wie viel lieben Dank. So, Goldraum. Was hast du für uns? Wildes Item. Absolut wildes Item. Wild genug für mich, um zu sagen, dass ich es unter keinen Umständen mitnehmen möchte. Okay, Secret Room ist auch wieder richtig nervig versteckt. Jetzt wäre es plus 10 Luck Trinket gut gewesen. Problem ist, seit ich das Trinket bekommen habe, wurde ich 5-mal getroffen oder so. Das heißt, dieses Luck Up Trinket, ich hätte es oft verloren inzwischen. Wir haben ein rotes Herz hier herumliegen.
Hervorragend. Damit können wir doch was anfangen. Ups. Nein, mein Rotten Heart. Das war ein Versehen. Das wollte ich so gar nicht. Komm schon. Sei jetzt nicht so. Range down, Shot Speed up. Ist okay, schätze ich. Habe ich hier schon nach dem Secret Room geschaut? Nein. Ich denke, wir gehen kurz in den Shop rein. Kann man nicht mehr doppelt am Devilbagger spielen? Nein. Und sie haben lange gebraucht, um das heraus. Uno? Kann ich ja leider nicht mitnehmen. Wir haben keine Verwendung dafür. Und ich kann ansonsten in dem Arcade Room noch ein bisschen was wegsprengeln, jetzt um an Herzen zu kommen. Dann mache ich den Typen. Tears down. Nein, Moment, du musst auch weg. Gulp. Ja, Gulp ist gut. Oben ist noch ein halbes Herz, sehe ich gerade. Huch. Was mache ich denn? Ich kann doch Petrified Poop jetzt mitnehmen. Mann, das war dumm. Ich habe nicht vor, den Wuschwurm mitzunehmen. Vor allem, wie hoch kann Shotspeed überhaupt gehen im Spiel? Geht Shotspeed überhaupt über 2? Oder gibt es auch ein paar Items, die Shotspeed über das Maximum hinaus erhöhen können? Die Shotspeed-Meter. Hast du eigentlich die Gothic Risen-Teile mal gespielt? Ich habe Gothic 3 und der Risen 1 gespielt. Retro Vision. Das war keine gute Ausbeute. Keine gute Ausbeute. Na gut, hauen wir ab. Wobei natürlich extra Secret Room auch interessant. Nehmen wir extra Secret Room mit. Ich habe das Gefühl, da haben wir mehr Potenzial, was Gutes rauszubekommen. Außerdem von der Slicks! R44, 100 Bits, viel, viel lieben Dank. Wenn du zu viel Shotspeed hast, triffst du die Gegner nicht mehr. Ist das wirklich eine Sache? Fliegen die Kugeln dann quasi den Gegner durch oder so? Das klingt abenteuerlich. Das ist ein gutes Trinket an sich. Aber keins, das ich jetzt mitnehmen will. Ein durchschlagendes Geschoss. Die Überschalltränen. Jindo Jun hieß in der deutschen Übersetzung die Überschallwolke. Au, dankeschön. Die Tränen sind dann so schnell, dass sie Pixel überspringen. Oh, das ist ziemlich schnell. Number one. Hab meine Feuerrate ausgemaxt. Und meine Range verringert, aber ich glaube, meine Range ist immer noch... Oh ja, wir haben sowieso... Oh, das ist seltsam. Ich habe ganz vergessen, dass wir My Reflection haben. Das sind eigentlich alles ganz nette Trinkets. Muss man fairerweise sagen. So gerade keins, von dem ich sagen würde, ja, das hätte ich wirklich gerne. Ist einfach nur okay. Hey, kleiner Mann.
Ist Jindujun wirklich so? Ich meine, mich mit dem Originalnamen an ihn erinnern zu können. Ich glaube, sie haben Jindujun dann später so genannt. Ich glaube, es hieß aber für eine Zeit Überschallwolke. Ich bin mir da fast sicher. Aber korrigiert mich, wenn es falsch ist. Es ist tatsächlich Jindujun. Jindu. Was soll er mal? Mit dem zuerst ein O und dann U. Oder sind es zwei U's? Wie auch immer. Irgendwie sowas in der Richtung. Hieß noch am Anfang Überschallwolke? Okay. Am besten sowieso die Namen, die das ganze Zeug in den englischen Dubs hat. Warte, was war ein gutes Beispiel dafür? Welchen Namen hat... Oh ja, die Höllenspirale heißt Special Beam Cannon. Fucking Special Beam Cannon. So, ich war... Sag mal, habe ich da nicht Bomben gelegt? Nein. Ich habe die weiter oben gelegt. Ich verbrauche hier gerade eine Menge Schlüssel für nichts. Hieß das Kamehameha anfangs auch anders? Außerdem von Ubisoft 200 Bits und von Slicks ebenfalls 200 Bits. Vivi, lieben Dank. Vivi, lieben Dank. Oh, das war ein Hit gerade. Nein! Ich habe keinen Schlüssel mehr. Ugh. Oh Mann, wir können in den Cursed Room. Kamehameha ist die Schockwelle der alten Ahnen? Oh mein Gott. Schockwelle der Ahnen! The Pact! Und ein Schlüssel. Der alten Ahnen, keine neuen, die alten. Okay, verstanden. Ich denke, ich werde noch in den Shop reinschauen. Hast du den Daily... Au. Ich habe den Daily Run von gestern heute Morgen noch gemacht. Das war der mit Maggie und Soymilk. Den von heute ansonsten, beziehungsweise der seit 11 Uhr online ist, den habe ich nicht gemacht. Hatte nicht wirklich Lust darauf. Ich denke, wenn ich den mache, werde ich mich einfach nur da kurz umbringen lassen. Oh, Kiste. Ja, mein Soul hat. Ich hätte aber lieber einen Schlüssel gehabt, ehrlich gesagt. Ah, die 5er Streak habe ich schon. Das heißt ja, bei den Daily Runs muss ich wirklich nur die, ich glaube es sind 31, die muss ich noch voll bekommen. Ein der Runs mache ich noch, aber ich werde doch nicht alle machen. Gute Maske, du hast ein Problem. Problem ist, dass ich zu mächtig bin. Das ist ein Top-Tier-Item. Erinnere mich an Tenshin Hans mächtige Kiko-Kanone. Yeah. So, was haben wir denn hier für einen schönen Raum? Ich denke, wir nehmen das Buch der Offenbarung mit. Heißt im Deutschen wirklich Kiko-Kanone? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Au! Klingt aber so, als ob es ganz gut hinhauen würde. Das Buch der Cube of Meat. Ja, yeah, nicht auf der Ebene.
Leute, ich habe mich beeilt, ich bin trotzdem zu langsam für Boss Rush. Beschämend. Bad Trip. Wenn wir schon mehr Cube of Meats bekommen werden, dann will ich wenigstens den guten Freund haben, der immer für mich da ist. Freunde wie wir sind einfach unschlagbar. Freunde wie wir ziehen frische Wäsche an. Versteht ihr? Ich glaube, der Meat Boy ist gar nicht mal mehr sonderlich stark. Er war früher super stark. Ich glaube, inzwischen ist er nicht mehr wirklich der Rede wert. oben war noch ein Soul Heart. Oh, hallo. Das bedeutet, wir werden großen Schaden austeilen. Fett. oh, ich habe keine Schlüssel mehr. Au. Da ist ein Schlüssel. Okay. Das war jetzt zu gut. Fucking Curse of the Maze. Wisst ihr was? Wir holen uns den großen Meat Boy. Wenn wir schon mal hier sind. Ich finde es faszinierend, dass einem Curse of the Maze nie ganz auffällt, dass tatsächlich die Räume geschaffelt werden. Aber wenn es einem auffällt, denkt man sich, oh mein Gott. Zumindest fällt es mir meistens nicht auf. Es kommt nur so selten vor, dass es mir tatsächlich auffällt. Kommt es mir nur so vor, da war Polyphemus früher stärker. Ich meine, Polyphemus war mal eins der stärksten Items im Spiel. Vor allem zu Zeiten von dem originalen Vanilla Isaac. Inzwischen. Ich habe das Gefühl, Polyphemus wurde Repentance wieder stärker gefühlt. Dadurch, dass es einige coole Synergies gibt, wie zum Beispiel das Schwert aus dem Angel Deal. Kannst du die Schlüssel aus dem einen Raum raushauen? Oh ja. Oh, das hat Stil. Hey, komm zu mir. Nein! Ja, das ist das Leben. Sondern wenn er links irgendwo noch einen Soul hat, das ich noch mitnehmen will. Die Synergy gab es technisch gesehen schon mit Forgotten Afterbirth Plus. Ja, aber dafür musstest du als Forgotten spielen und das Schwert kann jeder Charakter finden. Was ein kleiner, aber feiner Unterschied ist. Ich muss aufhören, diese goldenen Kisten aufzumachen. Da ist aktuell nur Scheiße drin. Okay, ich würde sagen, ich hau ab an dem Punkt. Wir hauen ab. Die Räume können nur dann geschaffelt werden, wenn sie genau die gleichen Ausgänge haben. Deswegen passiert das so selten. Ja, ich meine, das ergibt Sinn. Ich glaube, es würde aber trotzdem einige geben, die dafür in Frage kommen würden. Aber ich kann mich auch täuschen. Auf jeden Fall relativ interessant, wenn es immer passiert und es einem tatsächlich auffällt. Danke für den Tinted Rock, Mom. Heißen Dank dafür. Das Negativ wollen wir mitnehmen. Das will ich nicht mitnehmen. Ich meine, an sich wäre es ziemlich cool, vor allem, weil ich Polyphemus habe, aber... ich kann mein Buch, das mir mein Leben spendet, nicht einfach wegwerfen.
Gegen normale Gegner ist der Schaden durchaus akzeptabel. Au. Au. Ich mag Mom's Knife eigentlich auch nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass zwangsweise in Repentance nerviger wurde. Ich habe das Gefühl, dass generell einfach, man kann unfassbare Mengen an DPS austeilen. Aber wenn du eine niedrige Feuerrate hast, ist es einfach unerträglich anstrengend zu spielen. Und es hat echt nicht viele Synergies. Und wenn du im Raum bist mit vielen Gegnern, zum Beispiel Spinnen oder so, das ist auch fucking nervig. Mom's Knife und dann Brimstone hatte ich gar nicht. Man muss sie in der richtigen Reihenfolge einsammeln. Beziehungsweise, ich glaube, das wurde mit dem Update mal jemand, wo es mal geändert. Aber keine Ahnung. Hey, 2 of Diamonds. Das heißt, selbst mit der Synergy habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Aber ja, Mom's Knife kann unfassbar effizientes und mächtiges Werkzeug sein, aber es ist meistens auch echt nicht spaßig. Mit Ludo ist es ganz lustig. Ich hab's Gefühl, mit Ludo ist es recht scheiße. Ball of Bandages. Unguter Ventilator. Wenn ihr mir jetzt sagt, dass es kein Ventilator ist, werde ich euch nicht glauben. Ich kann auf jeden Fall Mega-Satan noch versuchen mitzunehmen. Das Problem mit Mom's Knife ist, dass es genervt wurde. Nicht nur, dass es genervt wurde, sondern dass es so gut wie keine Synergies damit gibt, sondern er die meisten kaputt macht. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist die Sache, die mich daran auch immer stört. Einer der Punkte. Ich glaube, der Hauptpunkt. Sie haben mit dem letzten Patch, den es gab, noch ein paar Mom's Knife Synergies hinzugefügt, aber ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, nein! Hör auf, in das Blut zu laufen. Hey, sind wir gerade... Hört ihr, was ich höre? Befinden wir uns etwa gerade in der geheiligten Festung aus dem von Kritikern stark gelobten Metroid Prime 2 für den Nintendo GameCube oder auch später auf der Wii erhältlich? Ich glaube nämlich, die Antwort ist ja. Ich glaube, die Antwort lautet ja. Ich hoffe, dass ich keine Tinted Rocks hier übersehe. Au. Oh Gott! Ich bin gerade nicht gut darin, nicht getroffen zu werden. Nein, wir sind im Schoß. Vorsicht. Nicht so frech. Ihr findet die Epic Fetus, weil ich habe es nach meinem Unlock, der schon circa 300 Runs her ist, nur einmal gefunden. Wie oft habe ich Epic Fetus eigentlich in Repentance gefunden? Ehrlich gesagt, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, wann ich es hatte, war mit der Tainted Bethany. Und das zählt nicht, weil da konnte man es einfach erzwingen, wenn man ihr Zeug im Secret Room einsetzt. Dr. Fetus hatte ich oft. Und deswegen ist Dr. Fetus inzwischen für mich ein Item, das ich nicht mehr mitnehme. Außer ich bin in einer ganz besonderen Situation. Aber Dr. Fetus hat halt auch einfach keine Synergies mehr. Es ist ein Trauerspiel. Zum Beispiel, wenn du Sad Bombs hast, dann die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du eine Sad Bomb dann abfeuerst mit Dr. Fetus, ist irgendwie 25%. Gleiches gilt für die Brimstone-Bomben. Es ist halt, warum? Warum habt ihr dieses Item so scheiße gemacht? Es macht halt auch keinen Spaß mehr an dem Punkt. Ah, hier noch ein paar Herzen mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Ja, jetzt können wir das Lied mal länger hören.
Epic, Dr. Fetus war auch im, vor allem im ersten Isaac, war Dr. Fetus ein absoluter Run-Winner. Ich glaube, in Rebirth war Dr. Fetus dann relativ scheiße. Aber später wurde dann wieder besser. Und dann wieder schlecht, wenn ihr mich fragt. Hallo? Der kann Jacob's Ladder droppen? Das sag ich doch nicht, nein. Ich habe keine Ahnung, dass das eine Sache ist. Ich dachte, der kann nur Batterie-Items droppen. Was ein Gönner. Naja, ist ein Elektro-Item. Ich meine, ja, das sehe ich auf jeden Fall, aber ich wusste es trotzdem. Ich dachte, es ist mehr Batterien. Apropos, pass auf. Weiß ich, ob ihr es auf. Ich rede heute zu oft über Twitter zum einen. Zum anderen. Lass mich mal nichts. Das ist eine Sache, die ich auf Twitter gezeigt habe. Ich habe mir den Booster Boy geholt. Was einfach ein riesiger Gameboy ist und. Moment. Es ist dieses Gerät, okay? Und das ist ziemlich monströs. Er ist sehr gewaltig. Und da kommt der Gameboy rein. Ich kann euch mal zeigen. Ich kann mal den kleinen Mann auspacken, wenn ihr wollt. Oh Gott. Okay, ich bekomme nicht ganz raus, aber da kommt quasi der Gameboy rein und dann hat man so eine wahnsinnige Arcade-Maschine. Warum erwähne ich das? Im Idealfall werde ich darüber nächste Woche ein Video machen. Ich will es nicht ganz auspacken, tut mir leid. Das erzähle ich, weil man für den 4 von diesen ganz fetten Batterien braucht. Ihr wisst schon, die man für... Für was hat man die früher gebraucht? Braucht man heute für gar nichts mehr. Ihr wisst doch, diese ganz großen Batterien, okay? Dafür braucht man 4 Stück davon. Die habe ich heute gekauft. Ich habe die letzten 2 Packungen mitgenommen, die sie bei Müller hatten. Delirium hat mir schon. Und ich habe keinen Deal bekommen. Ziemlich cool. Negativ. So, genau, das habe ich mitgenommen. Und bei diesem Teil, wisst ihr, ja, für ferngesteuerte Autos oder Ghetto Blaster, wisst ihr, wie viel allein die Batterien kosten, um dieses Teil in Betrieb zu nehmen? Meinst du für Rauchmelder, diese rechteckigen? Nein, okay, pass auf, ich hol sie. Ich hoffe, das sind die richtigen, denn sie hat noch welche, die ein bisschen kleiner sind. Ich meine, diese dicken Dinger. Und das sind gewaltige Batterien. Sind auch so schwer. Das heißt, das wird relativ interessant. Wisst ihr was? Ich schaue, ob die reinpassen. Wie ist dieses Teil im Karton festgemacht? Oh mein Gott, der ist so riesig. Der riecht nach Keller. Welches fucking Gerät an? Wie soll man darauf spielen? Fürchterlich. Da ist unten übrigens auch ein Cartridge-Fach drin. Ups. Das ist ja gerade runtergefallen. Ich sehe es nicht. Wir ignorieren das. Oh, wahrscheinlich der Deckel, irgendwas, was da mal drauf war. Auf jeden Fall ist da ein Fach, damit man Spiele reinpacken kann. Die Vorderseite ist abgefallen.
Und hier ist das Batteriefach. Oh, und natürlich die Lupe. Ich habe zu große Batterien gekauft. Moment. Lass mich die Geile mal aufreißen. Ich glaube, die sind zu groß. Ich habe keinen Kassenzettel mitgenommen. Ich kann ihn nicht mal umtauschen. Ich habe zu große Batterien gekauft. Die haben 8 Euro gekostet. Die werde ich niemals für irgendwas anderes brauchen. Verlust. Ein Verlustgeschäft. Sag niemals nie, ich weiß wirklich. Ich weiß in keiner Hinsicht, wofür ich das gebrauchen könnte. Für was soll man die jemals brauchen? Also ernsthaft. Ich finde es übrigens auch super faszinierend, dass Leute... Ist irgendwie, seit ich das mit dem Handheld-Zeug gemacht habe, dass Leute die ganze Zeit anmerken, oh, Angry Video Game Nerd, so... Ja, man... Er war mal eine Sache vor 15 Jahren. Ja, das stimmt. Und seine Videos haben einen gänzlich anderen Anspruch und es sind komplett andere Videos als das, was ich mache. Bin mir nicht ganz sicher, warum Leute... Ich meine... Ich vermute, die Leute kennen nicht allzu viel. Leute, Videos machen. Ich schaue ihn immer noch. Ich nicht. Ich denke, man merkt sehr deutlich, dass er die Videos schon lange nicht mehr selber schreibt. Oh, 69 Münzen. Das ist das Leben. Aber ja, ich habe das Gefühl, die Videos sind komplett anders vom Ansatz als meine. Deswegen verstehe ich den Vergleich nicht ganz. Ich muss die Leute nicht so viele andere kennen. Es gibt einen Unterschied zwischen Nachmachen und Inspiration. Ja, aber in meinen Videos ist ja keins von beiden. Nein! Die Bombe! Geh weg! Ist ja nicht wirklich eine Inspiration allzu sehr für mich. Aus bist du Deutsch, wärst du der wütende Videospiel-Sonderling. Oh, das gefällt mir. Ich habe mir die falschen Parallelen... Die Parallelen, dass du genauso alten Kram sammelst, nicht mehr und nicht weniger. Nicht sicher, ob er das Zeug sammelt. Die Sache ist halt... Ich finde es halt schwer, weil bei AVGN ist halt die Sache... Was über die Jahre aufgefallen ist, ist, dass er echt nicht so interessiert an Videospielen ist. Das ist halt, dass er es macht, was halt sein Ding ist. Ich denke, er hat... Es gab wirklich viele coole Videos und sowas, okay? Aber... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man merkt, es hat es im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt. Die Card Against Humanity. Setzen wir sie ein. Er hat Pepsi-Man schlecht geredet. Das ist. Pepsi-Man ist das beste 20-Minuten-Spiel, das auf der PS1 außerhalb. Nie außerhalb von Japan released wurde. Okay. Satan, Freund. Ich muss aber sagen, ich schaue manchmal bei AVGN-Videos, nicht AVGN, sondern vor dem Kanal bei Videos rein. Ich schaue nur bei den Angry Video Game Nerd-Folgen nicht mehr rein. Das
Gefühl ist, dass sein Zenit lang erreicht hat. Aber nein, wir wollen hier rein. Es gab ein Video, wo er irgendwie über die Kameras, die er so im Laufe der Jahre verwendet hat, geredet hat. Das war super faszinierend. Denn mein Gott, das waren ein paar alte Kameras. Ich könnte Bookworm holen, aber ist nicht wert. Ich mache gerade viele Filmreviews. Ja, das ergibt auch viel mehr Sinn. Wenn man merkt, dass er für Filme wirklich begeistert ist. Nicht über eine Sache, die mich zwangsweise interessiert, aber dennoch. Scheint mir sehr viel sinniger zu sein. Ich sage, ich habe das Gefühl, die ganze EVGN-Folge sind halt nur noch. Ja, da halt, weil das ist, was das Geld einbringt. So. Wir suchen der Lärm und dann werden wir optional. Nur den guten alten Mega-Satan machen. So, warum muss man im Darkroom Herzen für. Items zahlen? Das ist eine gute Frage. Wann ist das? Ist das seit Repentance oder war es schon Afterbirth Plus? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh, das ist kein guter Raum. Oh mein Gott. Müllsack. Stirb. Oh, er hat einen Secret Room aufgemacht. Dankeschön. Self-Repentance? Okay. Ja, genau. Es sind nur die im Startraum. Aber dafür sind es halt auch Devil Deal Items. Und für die muss man zahlen. Ich denke, inzwischen ist es okay, weil man sowieso nicht mehr allzu oft Richtung hierhin geht oder so. Wobei ich aber ehrlich gesagt sagen muss, es ist noch sehr viel schlechter, als es davor der Fall war. Dann wiederum davor war es nicht mal garantiert, dass man Items aus den goldenen Kisten, aus den roten Kisten rausbekommt, oder? Es waren einfach nur vier random rote Kisten. Oder? Wenn ich so zurückblicke, das war ich noch schlechter. Es ist beides ziemlich mies, aber normale rote Kisten, ja. Oh, normale rote Kisten sind mies. Die sind mies. Warum lege ich Bomben? Wir sind nicht mehr in dem, Ich weiß gar nicht, an welchem Run ich gerade gedacht habe, der mit Bomben zu tun haben kann, aber wie auch immer. Muss man in den letzten Streamer so gedacht haben, als wir irgendwann starke Bomben hatten oder so. Es gab ein Victory Lab Achievement, oder? Wie viele Victory Labs muss man dafür machen? Ich glaube, man muss 3 machen, oder? 3 in Folge. Also muss ich 4 Runs beenden oder 3? Damit wir die gleiche Sprache sprechen. Muss ich jetzt noch 2 machen oder noch 3? Noch 3. Und es gibt ein Achievement. Es wird ein sehr langer Run. Aber wenn es ein Achievement gibt, dann würde ich sagen, wir stellen uns diesem langen Run. Der lange Larry muss gelegt werden. Hast du nicht schon gemacht? Nein, Rasix, das ist die Sache. Ich bin beim letzten Run gestorben. ich bin beim letzten Run gestorben. Oh, hey! The Twins has appeared in the basement. Ich habe jetzt schon was bekommen. Ich wünschte, ich hätte es schon geschafft. Aber dafür war ich zu scheiße. Ich glaube, hierbei kann man auch nicht wirklich allzu stark werden, weil man immer Items verliert nach jedem Neumachen.
Speedrun mit 0,73 Speed. Zählen die Endings, die man hier schafft, auch? Nein. Logischerweise nicht, sonst würde man jeden Run, sonst gibt es keinen Grund, nicht jeden Run einfach damit zu beginnen. dass man den Lärm macht. Und dann hat man einfach schon den wirklich starken Run und sagt sich, ja gut, dann fange ich jetzt mal meinen Unlock an. Das wäre sonst bei so vielen Charakteren das, was alle Leute machen. Vor allem bei den Losts. Ich glaube nicht, dass jemand, wenn das eine Sache wäre, er bei 0 anfängt. Das wäre einfach nur schlechtes Gameplay. Und wenn es eine Sache gibt, die Gamer nicht leiden können, dann ist es schlechtes Gameplay. Apropos, ich glaube, ich werde mir irgendwann, oh, das wird toxic. ich glaube, ich werde mir irgendwann Pokémon Arceus anschauen. Ich glaube, ich hätte Lust drauf. Aber nicht im Stream oder so. Jetzt auf einmal, wie jetzt auf einmal? Ich meine, ich könnte es aus Prinzip nicht machen, aber... scheint gut anzukommen. Ich bin bereit, es mir mal anzuschauen. Das Spiel sieht aus wie Müll. Das ist eine Beleidigung für Müll. Zu sagen, dass das Spiel wie Müll aussieht. Das sieht immer noch recht uninteressant aus. So wie ich das mitbekommen habe, ich glaube, Fully und Maeve haben sich drüber unterhalten. Keine Ahnung. Man hat irgendwie weiterzumachen, hat man immer die Wahl, ob man... Ach Gott, das ist wohl scheiße. Ob man Pokémon fängt oder so. Quasi verschiedene Dinge, die man machen kann. Und je nach der Tageszeit, wo man ist und so, kann man verschiedene Pokémon antreffen. Pokémon Arceus mit den Buben? Nein, ist viel zu lang dafür. Ich würde es mir, wenn dann, off-stream einfach anschauen. In meiner privaten Freizeit. Denn dann kann ich es aufhören, wenn ich es nicht mag. Und dass Leute in 5 Jahren lange Kommentare darüber verfassen, was für eine schlechte Person ich bin. Arceus war ein Riesenerfolg auf Twitch, leider. Wieso leider? Spiel kann doch generell. Warum leider? Was ist das Problem? Das Spiel kam doch generell bei allen relativ gut an. Der kleine Steven. Nah. Game Freak verdient diesen Erfolg nur. Ja, aber wenn sie ein besseres Spiel gemacht haben? Vor allem haben sie ja einige Dinge neu gemacht und wie gesagt, sehr scheint es die Leute soweit alle zu mögen. Oh. Man kann hier auch einfach da rausgabeln. Nicht sicher, ob es der gesundeste Standpunkt ist, wenn man trotzdem aus Prinzip sagt, na. Ich finde, das haben sie nicht verdient. Oh, verstehe mich nicht falsch. Es ist, Ich wollte so sehr, dass Pokémon Arceus absoluter Abfall wird. Ich habe mich so drüber gefreut. Ich habe mich über jeden fucking traurigen Screenshot, den sie auf Twitter geteilt haben, ich habe mir angeschaut... Und ich dachte mir mal, oh mein Gott. Das ist das Spiel. Ich hatte den Spaß meines Lebens, mich darüber lustig zu machen. Aber es ist, wie es ist. Ist scheinbar nicht der Toilettentieftaucher geworden, mit dem ich gerechnet habe. Das ist okay. Auch wenn ich, ich hatte wirklich viel Spaß daran, mir diese Shit-Screenshots anzuschauen, mir zu sagen, oh mein Gott. Ich habe so viel Besseres gesehen.
Ich werde so aus Prinzip haten, ihr könnt nichts dagegen machen. Das war auch meine Einstellung, aber... Ja, irgendwann muss man zurückrudern. Außerdem glaube ich, dass es ganz angenehm sein kann. Es, ich spiele aktuell seit gut einer Woche Final Fantasy 15, seit eineinhalb Wochen wieder, relativ viel. Und ich habe super viel Spaß damit, durch die Gegend zu fahren, fast Zeit bis zu erledigen. Und ja, und ich dachte, ich dachte mir irgendwann, Pokémon Arceus könnte eigentlich relativ ähnlich sein, dass man einfach nur, oh, schau ich den großen, das ist ein Meat Man. Einfach durch die Gegend laufen, bisschen da, bisschen Pokémon fangen, dies, das. Einfach die Zeit genießen, versteht ihr? Oh, los geht's! Die Gang ist da! Na, nehmen wir mit. Ah, nee, warte, warum nehme ich den Schlüsselwort mit? Wir müssen, müssen eine Lamp machen. Der Lamp! Das ist ein gutes Tomatenherz. Aber ja, deswegen will ich Arceus auch nicht im Stream spielen. Hauptsächlich will ich es nicht im Stream spielen, weil es arschlang geht. Von dem, was ich von den Leuten gehört habe, ist es, sollte man schon 40, 60 Stunden mit rechnen und das halt. Wenn ich das einmal pro Woche für einen Tag streamen würde, würde ich da halt lange dran sitzen. Was nicht heißt, dass ich es mit Elden Ring nicht so machen werde, aber dennoch. Wisst ihr was? Nein. Heute. Heute gönnen wir uns was. Schau euch die großen Begleiter an. Das ist beängstigend. Je nachdem, wie du spielst, ich glaube, das Backseat Gaming könnte auch einiges an Spaß nehmen. Das ist mir relativ egal. Ich denke und ich habe die Hoffnung, ich stelle mir gerne vor, dass ich besser da, damit wurde. Jetzt noch Birthright. Nicht sicher, ob das was bringen würde. Super Bomb. Ich meine, wenn wir den Super Bomb Friend bekommen. Ich glaube, ich bekam den damals übrigens schon mal über Rerolls. Das heißt, ich hatte die Transformation, nennen wir es mal schon. Damit glaube ich auch das Achievement, das man dafür bekommt. Wenn mich gerade nicht alles gänzlich täuscht. Ich hätte übrigens nichts gegen noch ein kleines speediges Speed-Up. Im Greedy hast du es mal bekommen? Oh, dann habe ich es öfter bekommen. Oder redest du von einem der alten Videos? Denn ich weiß, dass ich es mal bei irgendwie mit dem Default oder so in irgendeinem Part damals bekommen habe. Ihr meintet, ich sollte die Augen nach Birthright offen halten für diesen Run. Dann machen wir das. Ich weiß nicht, ob sie vor der Tented Eden war. Okay, wir reden also in dem Fall von Repentance. Oder wie ich sie im ersten Stream immer genannt habe, Repentance. Finde ich immer noch irgendwie lustig. Wenn ihr zu der ersten Aufzeichnung von dem ersten Isaac-Stream zurückgeht, werdet ihr hören, dass ich das Stream, dass ich das Spiel für 4,5 Stunden lang Repentance nenne. Schweres Wort zu lesen, okay? Ich habe deswegen die auch so genannt. Hey, ich habe es auch nur am Anfang so genannt. Birthright würde den Whip-Damage unfassbar erhöhen. Okay. The Pin of Isaac. Repentance. Oh, das ist eine Menge Scheiße. Wie viel? Ich glaube übrigens, dass Repentance bald dabei ist, die Menge an Isaac-Folgen aus. Oh, oh. Aus der Rebirth zu übersteigen. Wusstet ihr das?
Warte, wie viele... Will jemand nachschauen in der Playlist? Da muss man super weit scrollen. Ich glaube, Repentance ist aktuell auf YouTube bei 140, so um den Dreh. Na, da wiederum, ich glaube, Rebirth hatte 250. Wo man natürlich sagen muss, dass die Videos üblicherweise länger sind aktuell. Das Buch für die Bandage Woman, okay. Ich will nicht, dass Mösack endet. Ich bin nicht begeistert von der Bezeichnung Mösack. Rebirth Playlist hat 220. Oh, dann sind wir dem hart auf der Spur. Ich habe auf jeden Fall mehr als bei Afterbirth und Afterbirth Plus, aber ich denke, das ist kein Wettbewerb. Bei denen habe ich generell das Spiel nicht mehr so viel gespielt. Ich vermisse das generische Hallöchen, Leute. Ich auch. Ich auch. Damals hat er noch so viel mehr Spaß an den Videos. Es wird noch eine Weile dauern, bis Binding of Mugi zu 100% abgeschlossen ist. Sofern wir 100% machen. Ich stelle mir gerne vor, dass ich das machen werde, aber ich weiß nicht, wie es mit... Wie es mit einiger Scheiß, die man später bekommt, wirklich aussieht. Ob ich da dann wirklich die Geduld dazu habe, aber mal schauen. Aktuell bin ich noch motiviert. Und ich stelle mich hin und wieder ein paar Dinge, die scheiße sind. Okay. Bis auf Runs with the Lost, da sollte ich irgendwann mal mich wieder dran versuchen. Das ist eine Sache, vor der ich mich jetzt schon seit sehr vielen Monaten drücke. Rebirth hat 220, aber du hast auch After Plus mit 49 Parts. 48? Ja, aber ich meinte jetzt Rebirth speziell. So. Oh. Goldraum und Shop. Was für ein Leben. Ist das nichts erleben, ne? Das ist nichts erleben. Fruitcake. Der wird richtig reinzwiebeln. Oder ich hoffe, er wird fruchten. Außerdem von Spencer Lee. 37 Monate. Resub. Wie viel lieben Dank. Haben wir Small Rock schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben keinen kleinen Stein. Kleinstein. Yera. Yera. Bad gas, bad gas, bad gas, bad gas, bad gas. Hematemesis. I found pills. Tears up. Tears. Bring mir leider nichts, Alter, ist okay. Excited, speed down, luck up, health up. Range up. I found pills. Das ist war ein potenter Raum, wenn ich das mal so sagen darf. War ein durchaus akzeptabler Raum. Ich möchte mein vollständiges Bandage Girl. Boss Rush. Was haben wir denn schönes im Boss Rush? Ich meine. Wenn der Spoonbender mitgenommen werden will. Wer wäre ich, wenn ich ihm das verwehren würde? Wer wäre ich da?
Außerdem interessant, dass man Boss Rush bekommen kann hier. Ich dachte... Warte, kann man mit dem Arki auch Boss Rush bekommen? Oh nein, das zählt als... Okay, die Zeit wird zurückgesetzt. Alles gut. Im Vergleich zu dem Arki. Dann habe ich nichts gesagt. Beim Arki wird die Zeit nämlich nicht zurückgesetzt. Da liegt der Unterschied. Oh mein Gott. Ohne Ernstes. Au. Jemand hat mir Schaden gemacht. Ich weiß nicht wer, aber das finde ich nicht nett. Ich meine, ich mache den Gegnern hier auch nicht einfach Schaden. Au. Eine Lovers Fragezeichen. Na, wir nehmen das mit. Ich denke, wir nehmen die Lovers Fragezeichen mit. Und schauen, was wir Schönes holen können. Oh, und Victory Labs nimmt man auch auf dem Basement 1 dann vollen Schaden. Beziehungsweise das volle Herz. Das wusste ich gar nicht. Nicht, dass es wirklich einen Unterschied macht, aber dennoch. Hey, ist das etwa das Lied aus Metroid Prime 2 auf dem Nintendo GameCube? Ich würde sagen, wer lebt hier noch? Es sind immer die Würmer. Ich glaube, das ist Rayman. Oh, das klingt nicht nach Rayman. Wo bleibt eigentlich Rayman 4? Was ist da los, Ubisoft? Ach ja, ich kann fliegen. Irgendwo zwischen den ganzen NFT-Plänen muss doch nur noch Platz für den alten Strahlemann sein. Oder nicht? Oder trügt mich da meine Hoffnung? Meinst du Rabbids 4? Na, ich meine, Rayman bekam richtige Teile nach den Rabbids. Das war nur für relativ lange Zeit ein Problem. Rayman NFT wären es am Ende. Ich meine, sonst waren es immer Mobile-Spiele. Also, würde es so viel ändern. Ja, würde es. Oh, das ist ein gutes Stück Fleisch. Da würde ich nie Nein zu sagen. Brimstone mit Tainted Lilith war scheiße, richtig? Brimstone mit Tainted Lilith ist nicht empfehlenswert. Für die Musik habe ich... Ist in Ordnung, du hast Homing? Oh ja, ich habe Homing. Nehmen wir mit. Was die Musik angeht, ich habe... Eine Mod, die ist Anti-Birth-Musik, aber du kannst so bei irgendeinem meiner YouTube-Uploads von den Streams gehen. Und ich habe die Mod zur Beschreibung verlinkt. Das heißt, das ist, denke ich, der einfachste Weg, um die zu finden. Wir haben auch irgendwie einen Befehl, aber da sind sie nicht verlinkt und ich werde einfach in der YouTube-Beschreibung nachschauen. Oh mein Gott. Lebt hier noch jemand? Wer lebt hier noch? Okay. Ich bin nicht ganz sicher, was passiert, aber... Oh, die Feuerrate ist absolut miserabel. Eine Feuerrate von 0,7. Und die Range ist irgendwie auch schlecht. Irgendwas ist hier gewaltig schiefgegangen. Irgendwas stimmt hier nicht.
Das Gefühl, es hat nicht den Zweck erfüllt, den wir uns alle gewünscht hätten. Sogar überhaupt nicht. Was hat den Brimstone hier jetzt so scheiße gemacht? Ich meine, damage-technisch sind wir okay im Spiel. Force PhD hätte ich ja vorhin mal gebraucht. Hey! Oh, ich bin extra in Bewegung geblieben. Ah, hat sich das wohl soweit erledigt? Oh nein, ich will nicht Hasch machen fürs Protokoll. Wir sind nicht stark genug, um den Haschkampf wirklich ordentlich... Oder? Ich habe nur einen Weg, das herauszufinden. Das... Kann wohl nicht schaden. Oh! Crossbase. Noch ein bisschen Damage. Du willst doch das Achievement? Welches Achievement? Nein, wofür? Damit wir ein bisschen Spaß haben, ist hier nicht nur... Ist hier nicht nur der Weg, der das Ziel ist? Manchmal muss man auch ein bisschen das Leben leben. Nimmt alle Münzen mit. Eine kleine Schlinge. Und dann gibt ihr auch nur Scheiße dafür. Ist okay. Gehen wir weiter. Ich denke, der Damage ist soweit ganz okay. Ich würde mir nur wünschen, dass die Gang noch ein bisschen angreifen würde. Oh Gott, ich kann auch super langsam nur noch peitschen. Ja, ich denke, der Damage ist schwer in Ordnung. Wir bekommen auch random wieder schwarze Herzen von irgendeinem Effekt. Das ist ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Der alte Hashi... kann nichts machen. So weit, so gut. Gehen wir weiter. Wo kommt der Fleisch... Oh ja, yeah, ich habe ja auch noch doppelten Schaden wegen BFF. Wo kommt der Fleischmann her? Der Meat Boy? Den habe ich schon länger. Den habe ich mir mit... oh Gott, mit diesem Teil, wo man für ein rotes Herz einen Cube of Meat bekommt, geholt. Bandage Girl kam dann nur noch später dazu. Geilo sieht dämonisch aus. Erzählen Sie mir nichts Neues. Ich wollte eigentlich die Ernstes-Rune in dieser Ebene aktivieren, aber wir machen es auf der nächsten. Denn ich habe das Gefühl, an dem Punkt ist es schon ein bisschen spät dafür. Naja, warum nicht? Hast du meine Feuerrate erhöht? Und die Feuerrate wird erhöht, wenn ich länger in eine Richtung drücke. Und dann machen wir das doch einfach mal. Ich weiß nicht, so als ob es einen Unterschied macht für diesen Run. Seht ihr schon, ich eine Feuerrate von 1,4. Leute sagen, das Item ist schlecht. Vier Räume zurück. Ich liebe diese Beschreibung. Ohne irgendwas wie Stream Delay oder so in Betracht zu ziehen. Einfach nur vier Räume zurück. What?
So viel dazu. Dann werde ich jetzt mal wieder ein bisschen meine Feuerrate erhöhen. Ich dachte kurz, dass ich die Feuerrate vielleicht beibehalten kann, wenn ich das hier nach oben ziehe. Ich habe keine Lust hier drauf, ehrlich gesagt. Im großen Raum unten links. Was ist im großen Raum unten links? Da lag eine Lackpille. Warum würde mich an dem von den Lackpillen noch interessieren? Außerdem von Mora Portion 14 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Wir machen das. Dann machen wir das. Und ich habe mich verschätzt. Ich habe gar kein rotes Herz mehr. Fantastisch. Na, das war es aber wert. Ich wollte gerade sagen, eventuell... Ja, was soll's. Ich wollte gerade sagen, eventuell sterbe ich noch, aber... Wahrscheinlich nicht. Der Run ist doch relativ stark. Und gute Neuigkeit, wir haben ein paar Augen. Eigentlich wäre es gut, wenn ich sterben würde, ehrlich gesagt. Hallo. Die Sache wäre dann nämlich, dass ich dann ein rotes Herz hätte. Mit Pop schürzt mein Spiel kurz ab. Ich hatte heute einen Run. Ich hatte heute keinen Run, in dem das Spiel abgestürzt ist. Ich frage mich, wie das sein muss, wenn sowas passiert. Okay. Weitere Victory Lab. Wir haben das Buch verloren und Polyphem ist... Oh. Ja, ich denke, ich nehme Proptosis mit. Danke der Nachfrage. Okay, was macht mir hier gerade die ganze Zeit Schaden? Was hat mir da gerade zweimal Schaden gemacht? Dead Cat ist auch weg. Oh, das ist hervorragend. Die fliegen? Alles gut, wir bekommen jetzt den HP ab, dann sind wir zurück im Spiel. Oh, und wir haben BFF verloren. Ich will den Bumfriend nicht nochmal mitnehmen. Lass mich doch in Ruhe damit. Nein, ich habe ihn vorhin schon mitgenommen. Es reicht jetzt. Wir haben heute bei jedem fucking Run entweder ihn oder Bambo dabei. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte das nicht mehr. Das erleichtert mein Leben schon mal ein bisschen. Wo bleibt die Angry Fly? Angry Fly würde ich mitnehmen. Da würde ich nicht mal drüber nachdenken, sie nicht mitzunehmen. Bumfriend ist einfach nur Shit. Angry Fly ist eine Legende. Denn Angry Fly, wisst ihr, was sie ist? Sie ist so wütend. Sie ist so sauer. Gib mir den HP ab. Ich habe sogar die schwarze Krone verloren. Was wäre die universell beste Soße für jedes Gericht? Das ist eine gute Frage. Ich denke Mayonnaise. Wenn das dazu zählt. Denn du kannst herzhafte Dinge mit Mayonnaise machen. Du kannst süße Dinge mit Mayonnaise machen. Du kannst alles machen. Mayo passt halt überall dazu.
denke, es ist kein Wettbewerb an dem Punkt. Burgersoße. Einfach nur Burgersoße. Braune Soße. Meinst du Durchfall? Mayo und Sauerkraut, ich glaube nicht. Oh, oh, und was willst du denn? Ketchup und Sauerkraut? Sauerkraut. Das rare Beispiel. Na, ja, ich will nicht in den Devil Deal. Ich habe schon zu viele Herzen verloren. Das ist übel geil. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist einer dieser Tage. Whisky ist keine Soße. Scharfe Soße ist keine universelle Soße zu allem. Was willst du? Keine Ahnung. Wenn du dir einen Obstsalat machen willst, dann denke ich wegen dem einen, wegen dem Video mit bizarren Sandwiches. Dem ersten Teil, dieses Wochenende kommt noch Teil 2 davon. Wir hatten auch Obst und Mayonnaise. Es hat so gut funktioniert. Dann wiederum war es keine Mayonnaise, sondern Miracle Whip. Was scheinbar was anderes ist. Ich weiß nicht, wie sehr die die Mayo-Lobby dafür die Tasche gegriffen hat, um ihre Nicht-Mayonnaise im Mayonnaise-Regal abstellen zu dürfen, aber scheinbar zählt es nicht. Keine Ahnung, was überhaupt Whisky-Soße wirklich sein soll. Wahrscheinlich irgendeine Soße mit Whisky. Plus 3. Brauchen wir aber nicht. Ich bleib bei dem, gekurften Horn. Soße zu Whisky. Was für Soße zu Whisky? Seid ihr noch betrunken von gestern Abend oder so? Ich weiß, dass das Thema war, Soße zu allem passt, aber man macht keine Soße zu dem Getränk. Oh, Mayonnaise ist ja schön und gut, aber ich glaube nicht, dass sie mir zu meiner Cola schmeckt. Das ist nicht der Punkt. Das ist ein Tipp, okay. Sprite mit Tzatziki. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mir gerade irgendwas Ranzigeres vorstellen könnte als Sprite mit Tzatziki. Oder Tzatziki mit Sprite, je nachdem, welche Dosierung man bevorzugt. Sprite mit Tzatziki sehe ich. Ich fühle mich, als wäre ich auf dem Olymp. Whisky passt auch zu Whisky oder Marmelade. Also ich mag auch ganz gern Whisky mit Whisky oder Marmelade. Habt ihr als Kind nicht alles flüssig aus dem Kühlschrank mal zusammengemischt, probiert und in die Toilette runtergespült? Wir haben das einmal gemacht. Es war in erster Linie super viel Maggi und dann, keine Ahnung, wahrscheinlich noch irgendwelche Getränke dazu und sowas. Und wisst ihr, was dann unsere Eltern meinten? Meinten dann, okay, ihr habt es jetzt zusammengemischt. Dann müsst ihr es jetzt auch trinken. Und danach haben wir es nie wieder gemacht. Wir haben es auch nicht getrunken, es war übel. Das war hart.
Dito. Ich habe das Gefühl, das ist eine starke Erziehungsmethode an dem Punkt. Empty Vessel. Damit kann ich fliegen, oder? Aus der Toilette? Das war ein Glas tatsächlich. Weißt du, was hart ist? Ein Teller voll Eintopf mit einem halben Glas Mayo plus Ketchup. Ist das eine Sache, die du gemacht hast, oder willst du meine Wahl als Mayo als die beste universelle Soße in Frage stellen? Ihr habt eine Glastoilette. Willst du sonst sehen? Das ist neu. Oh, das ist ziemlich cool. Wenn man keine Familie hat, bekommt man 50% Chance, dass ich die... Ne, ich will aber trotzdem bei dem Curved Horn bleiben. Relativ interessant. Was getan war übel ungeil. Auf jeden Fall eine Glastoilette. Wie willst du sonst erkennen, ob du Würmer hast? Du musst den Stuhlgang ja genauer begutachten. Und dafür eine Glastoilette. Ich glaube, das ist die Begründung dahinter, damit man nachschauen kann, ob in seinem Stuhl alles cool ist. Dass man so eine, wie nennt man das? So eine Anrichte im Klo hat. Ihr wisst, was ich meine. Das ist die Begründung dahinter, oder? Wie wäre ein Arzt? Wir müssen ja nicht jedes Mal, wenn du aufs Klo gehst, zum Arzt gehen, schätze ich. Ich habe keine Ahnung. Das Schaufenster, ja, yeah, und ja, yeah, ist es, ja. Yeah. Die Kackpfanne. Oh, warum ist das eine Sache? Das ist wirklich fürchterlich. Damit das Wasser nicht an den Po spritzt. Aber dafür... Musst du dafür das nicht dann öfter reinigen? Ich will keine Donner-Schenke. Ich meine, es kommt ja dann deutlich in Kontakt mit dem Porzellan. Und wenn es mit Porzellan in Kontakt kommt, dann färbt ja ein bisschen was ab. Was sonst nicht zwangsweise der Fall ist, weil unter normalen Umständen landet es im Wasser, im Idealfall. Tinted Rock im Goldraum, das ist mir so egal, ich habe volle Herzen. Geilo! Super Geilomatico! Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wann ich das einsetzen werde, aber ich schätze den Bosskampf. Nochmal zu Sprite mit Tzatziki zurück. Potenziell konnte für die nächste Dickmirrimme. Nein. Nein. Das ist kein Rezept, das existiert. Das ist nichts, was irgendjemand zu sich nimmt. Könnte ich einfach irgendwas in den Raum werfen und sagen, hey, willst du das nicht machen? Nein. Es muss ein Rezept sein, das irgendwo existiert. Geilo, deine Mutti. OMG, bitte mach das. Okay. Hey, die gute Fliege. Die gute lila Fliege. Und wir können fliegen. Machst du es, wenn ich dir ein Rezept schreibe? Nein. Das mit Review zu Mayo Zwiebeldöner. Das war kein Döner, das war ein Dürüm, okay? Fangen wir mal damit an. Außerdem nein. Nein. Mehr kann ich dazu nicht sagen, es ist einfach nur nein. Two of clubs. Two of clubs. Naja, die Fliegen sind ja auf meiner Seite. Warum nicht? Was ist, wenn ich es selbst probiere? Ich hätte kein Problem damit, das zu machen. Nur muss ich dann eine Flasche Tzatziki kaufen und dann wegwerfen. Da bin ich wirklich Lust darauf. Du kannst natürlich sagen, oh, du könntest aber auch einfach... Ja, vielleicht will ich Tzatziki. Ich könnte mir eine Runde Pitas machen.
Das ist eigentlich ziemlich abenteuerlich. Wo soll ich meine Sun-Karte hin? Egal. Dann Geilo und wir Mom. Geilo. Wenn wir schon mal hier sind. Und da ist Conjoint. Problem ist, ich kann jetzt nicht weitermachen. Wenn ich noch mehr Geilos hole, dann wird das ganz und gar nicht Geilo. Dann wird das Spiel absolut crashen. Ich will Bambo nicht, lass mich in Ruhe. Bambo kann die Schnauze halten. Ich habe nicht mal so ein dummes Spiel gespielt. Er ist nicht das Maskottchen meines Herzens, okay? Das Maskottchen meines Herzens ist der Popolecker. Es wird anscheinend wirklich gemacht, dass Menschen einen Schuss Sprite jetzt der Zicke geben, um dem Ganzen noch den gewissen Pep zu geben. Und das habt ihr gerade erfunden. Ich will gar nicht erst drauf rein. Ich fall nicht drauf rein. Au! Was sind die Scheiße jetzt? Da ist voll der Kanöle in mir gespawnt. Oh, Geilo. Das ist ein geilo Item, wenn ich jemals eins gesehen habe. Für einen Fünfer darfst du Moms BH mal anfassen. Das wird mit Dr. Pepper gemacht, damit es nicht so langweilig ist. Was ist dann Tzatziki langweilig? Das ist eine Soße, die auf Knoblauch basiert. Wenn Knoblauch langweilig wäre, warum wäre er dann die Schwäche von Vampiren? Fangen wir mal damit an. Vampire Survivors. Haben wir Garlic gesehen? Das ist nicht langweilig. Knoblauch und Sprite. Knoblauch und Sprite ist keine Kombination, die existiert. Das ist keine Sache. Weil Vampire auch langweilig sind, sind so 1800. Yeah, aber dennoch. Sprite aus Knoblauch. Ich mag ehrlich gesagt nicht mal Sprite sonderlich. Ich mochte früher als Kind Sprite, aber inzwischen? Sprite? Gutes Sprite. Ich bin übrigens erstaunt, wie stark dieser Ryan Stats eigentlich noch wurde. Ich habe das Gefühl, er ist jetzt wesentlich stärker, als er vorher noch mit dem Brimstone und sowas war. 7-Up. 7-Up war Sprite von der Pepsi Company, oder? Ja, warum nicht? Doppelt hält besser. Ups. Der alte Lilhorn hat wieder unbesiegbare Gegner gegrabt. Der unbeliebte Bruder von Mirinda. Aber Mirinda ist selber schon ziemlich unbeliebt. Man, bestimmt mögen Leute Mirinda, aber ich gehöre nicht dazu. Und Doppelbosskampf. Trotzdem sind alle bereits tot. Tragisch. Und ich habe nicht mal Geilo. Ich habe nicht mal mein Geilo rausgeholt. Könnt ihr das glauben? Freeway Zitrone mit Tzatziki. Welche Spezies ist die beste Spezies, Paulana? Das ist für eine Frage. Also wirklich, ich weiß, gibt es jemanden, der diese Meinung nicht vertritt?
Gibt es jemanden, der sagt, nein, ich trinke Spezi Spitze? Ich trinke das Spezi Original. Schwipschwapp ist scheiße. Oh Gott, ich hasse Schwipschwapp. Das Zeug heißt allein Schwipschwapp. Wie kann etwas gut sein, das Schwipschwapp heißt? Ich denke, ich werde mal eben Geilo den Hasch machen. Was ist die Schwipschwapp-Werbung? Ich glaube, die kenne ich nicht. Ich mag Schwipschwapp und Mezzomix beide nicht. Aber ich denke, Paulaner Spezi ist wirklich gut, aber die anderen Marken? Naja. Das kommt mir nicht in den Kühlschrank. Es schwippert die Mühle am rauschenden Bach, Schwipschwapp. Soll es eine Werbung sein? Ist das eine Schwipschwapp-Werbung? Denn wenn ja, treibt mich das noch weiter von Schwipschwapp weg. Kommt noch der Fritz-Cola-Rant? Oh mein Gott, ich habe Fritz-Cola-Rant, pass mal auf. Pass mal auf. Ich habe immer super gerne Fritz-Cola gekauft. Allerdings in der 0,33 Liter Flasche, okay? Welche genau die richtige Menge hat. Das Problem ist nämlich, wenn man Cola kauft in größeren Flaschen, außer dieser fucking Run. Oh mein Gott. Wenn man Cola in größeren Flaschen kauft, ist immer das Problem, dass, wenn man nach den 0,33 Litern angekommen ist, ist üblicherweise nicht mehr ausreichend Kohlensäure vorhanden. Deswegen sind 0,33 Liter die perfekte Menge, um Cola aus einer Flasche zu genießen. Oder auch Dose. Okay, pass auf. 0,33 Kaufvergleichen Shotglas. Du sollst dir genießen und nicht, keine Ahnung, dich den ganzen Tag hydrieren damit. Auf jeden Fall. Ist das am besten? Und, beim Rewe, zu dem ich immer gehe, sie haben keine 0,33 Liter Flaschen mehr. Seit einem Jahr oder so. Ich habe immer die 0,33 Liter Flaschen gekauft. Jetzt haben sie nur noch 0,5. 0,5, komplett anderes Feeling. Schraubverschluss und die Kohlensäure ist am Ende draußen. Außerdem ist mir das zu viel. Ich will die 0,33 Liter. Das ist die perfekte Menge. Um die Kohlensäure zu gewährleisten und natürlich auch die Flasche zu öffnen, ist auch immer ein wichtiges, sehr wichtiger Teil des Erlebnisses. Schraubverschluss auf Glas fühlt sich einfach nur widerlich an. Man fühlt einfach, wie ein bisschen von dem Glas schon offen ist. Tut mir leid, weil es jetzt so grafisch wird. Aber man spürt einfach, wie der Metalldeckel ein bisschen an dem rauen Glas vorbeischrammt. Das ist einfach nur unangenehm. Wenn ihr dagegen den richtigen Deckel habt, ihr macht ihn auf und dann macht es einen Plop. Und dann könnt ihr euer Getränk genießen. Welches dann zufälligerweise noch genau die richtige Menge hat, damit die Kohlensäure nicht verloren geht. Das ist ein Gewinner auf jeder Ebene. Ich verstehe da keinen Spaß. Wollen wir es mit dem Hardboard zeigen, so eine Zielflagge? Wir machen gerade die... Oh Gott, die... Wenn man der Lamp besiegt hat, kann... Wie war der Begriff dafür? Und den Run nochmal neu anfangen mit den mehr oder weniger gleichen Items. Victory Lab. Victory Labs. Die Sache ist, wenn man 3 Victory Labs gemacht hat, bekommt man noch irgendein Achievement. Ich glaube, irgend so ein Multiplayer-Baby oder sowas. Und das würde ich mir gerne holen. Und dafür sind wir hier. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Leute den ekligen Schraubverschluss mit... ja, warum nicht? Diesen widerlichen Schraubverschluss mit den 0,5 Liter besser finden. Ich kann es nicht nachvollziehen. Judgment. Ich habe keine Lust, an den Judgment zu spielen. Wir sollten. Machen wir sonst ein bisschen Sorgen um mein Überleben.
Das erleichtert mein Überleben erstmal ein bisschen. Immer 1,5 Liter, die halten nicht lange. Das ist viel zu viel. 1,5 Liter ist einfach nur zu viel. Relativ stark übrigens an dem... Oh mein Gott. Der Run ist ein starker, wenn ich das mal so sagen darf. Standpunkt zu Dosen-Cola. Abhängigkeit davon entwickelt. Versuche aktuell meinen Konsum diesbezüglich einzuschränken. Damit meine ich nicht komplett, denn dafür bin ich zu schwach. Aber ich war üblicherweise an dem Punkt, wo ich jetzt 2 pro Tag zu mir genommen habe. Das ist zu viel. Deswegen versuche ich das etwas zu verringern. Ich bin gut dabei. Ich habe weniger davon. Aber ja. Trinkst du nie Wasser? Ja, yeah, 0,3 Liter Dosen sind die richtige Menge an Flüssigkeit, die ich pro Tag zu mir nehmen muss. Da ist kein Platz mehr für Wasser. Das hast du richtig erkannt. Oh, Continuum. Das haben wir vorhin mal gebraucht. Den Nierenstein schon kommen. Natürlich trinke ich noch was anderes. Das sind nur 0,6 Liter. Das ist in jeder Hinsicht viel zu wenig. Ja, ich würde auch schätzen, dass er. Ich denke, eine gewisse Nierenstein. Nein. Eine gewisse Nierensteingefahr ist nicht auszuschließen. Was ein bisschen ungünstig ist, aber wir werden sehen, wie es läuft. Im nächsten Run bist du, glaube ich, der Lost. Ich kann keine Herzen ausgeben. Oh, was? Also erklärt, warum ich beim letzten Mal gestorben bin. Warum habe ich 4 Items bekommen? Nehmen wir auch immer. Ich habe ein Achievement bekommen. Butter! Oh nein. Oh nein. Oh, wegen Terrorcloth. Ups. Oh nein. Ich meine, wir sind sehr stark, aber... gefällt mir trotzdem nicht so gut. Ich glaube, wir werden diesmal nicht da harsch machen. Ich glaube, wir werden dieses Mal keinen Hasch machen. Ich denke, ich sehe ungefähr, wo beim letzten Mal mein Run gescheitert ist. Wie viele Laps fehlen? Das ist die letzte. Wird das der Beast Run? Nein. Ist ja was, ich habe keine Lust. Muss ich noch eine neue Lap anfangen? Ich meine, hätte ich so oder so, denke ich, gemacht. Oh, ich habe die 9 Lives noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, zum Glück habe ich das mitgenommen. Oh nein, es ist wieder einer der Runs, wo man dieses gruselige Geräusch von zu viel Ocular Rift hört. Wir sind immer etwas erschreckend. Oh mein Gott. Schau, ich habe gesehen, wie groß die Portale teilweise sind. Na. Ich werde den Rottenberger dann verschmähen, wenn er irgendeinen Unterschied für mich macht. Bin ich Gabi? Warum habe ich so viele Fliegen? Oh, weil... Ah, ich verstehe, nein. Alles gut, alles gut. Es ist, weil ich Lord of the Flies bin. Das gefällt mir. Er ist ein Bluter. Denn Bluter ist ein Guter. Könnte ich doch gratis Devil Deeds mitnehmen? Ja. Ich meine, ich bin The Lost. Würde, nicht wirklich Sinn ergeben, wenn ich es nicht könnte, aber es waren keine guten Items in Devil Deal.
Deswegen dachte ich mir, wenn wir vielleicht einen Angel bekommen, vielleicht würde ich davon mehr profitieren. Oh mein Gott. Ich denke, wir können auch Boss Rush diesmal nicht mitnehmen. Zum einen, weil ich wahrscheinlich sterben würde. Aber hauptsächlich, weil ich mir fast sicher bin, das Spiel würde crashen. Es ist einer dieser Builds, der zu 100% irgendwann das Spiel crashen lässt. Und das ist eine Sache, die heute noch nicht passiert ist. Und ich bin noch nicht scharf darauf, darauf anzulegen, dass es heute noch passiert. Versteht ihr? Weil es heute noch nicht passiert ist. Null Prozent Angel-Chance, aber das ist doch ein komplett neuer Run. Paul's PhD. Das ist doch was Nettes. Da haben auch noch die Kinder was von. Ah, ich suche noch den Goldraum oben. Ich bin übrigens gerade wirklich erstaunt, dass ich bei meinem ersten Victory Lab Versuch, dass ich da scheinbar schon beim bei der zweiten Victory Lab gestorben bin. Das heißt, in dem Fall, ich wusste nicht mal, dass man zu The Lost wird oder so. So weit kam ich nicht mal. Das ist schon ziemlich peinlich. Wow, zum Glück bin ich hier reingegangen. Immer noch oder wieder, Isaac? Immer noch. Oder sollte ich Isaac spielen, dann was anderes spielen und dann sagen, yeah, ich glaube, ich spiele wieder ein bisschen Isaac in einem Stream. Das wäre eine wilde Reihenfolge. Flooded Caves 2. Naja, immer noch Lord of the Flies. Ich mag es, dass ich immerhin die Räume betrete und alles killen kann. Ich glaube, ich werde es einfach so schnell wie möglich den Run zu Ende bringen. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr, noch jetzt mal nach Goldräumen zu suchen. Mit 9 Luck? Ne, warte, das kann nicht. Das ist gar nicht Ghost Pepper. Das ist. Oh, das ist der Hundezahn. Der heult, wenn Secret Room da ist. Oh, ich dachte, wir bekommen jetzt noch ein paar Flammen dazu. Ein paar Flammen der Leidenschaft oder so. Aber nein. Sehr gut, Hund! Ich hab dich gehört! Gott sei Dank, wir gehen nach dem Stream raus! Was habe ich gerade gesagt? Warum sind die überall Secret Rooms? Es war immer der gleiche, der nur an so viele Räume angrenzt. Und trotzdem viele. Okay. Zum Boss? Zum Boss. War ein guter Kampf. Der gute alte Bambo wollte es aber wissen. Oh mein Gott, kann ich. Warum habe ich den Dogtooth mitgenommen? Bighorn haut immer drauf, auch wenn der Gegner schon lange tot ist. Der lässt sich nicht einfach den Mut nehmen. Und das ist gut. Das ist ein interessantes Item in Kombination mit dem, was wir bisher haben. Man könnte sagen, wir sind an dem Punkt relativ unverwundbar. Ich werde trotzdem nicht harsch machen. Oh ja, wir haben scheiß viele Frame Drops. Lebt der Stream noch? Sieh gerade, dass wir 2800 Frames gedroppt haben. Das sind 0,8%, aber inzwischen scheint wieder stabil zu sein. Das ist alles cool. Lordstorm mit Lost ist gefährlich. Ich habe das Gefühl, bei dem Run muss ich mir wenigstens nicht allzu viel Sorgen machen, denn alles stirbt so schnell. Und niemand überlebt. Wir haben den Spoonbender sogar behalten. Wir haben generell einige Items, die sehr gefährlich mit der Lost sind. Fruitcake zum Beispiel. Kein Item, das ich dem typischen
Lost-Spieler empfehlen würde. Naja, wir haben die Scheiße. Sag mal, bekommen wir ihn jetzt in die... Geilo. Mein... Vielleicht werden wir Guppy. Denkt an den vierten zu starten? Das werde ich tun. Ist ja gut! Fire meint, Bob's Brain sind super Kandidaten als Lost. Bob's Brain ist immer ein guter Kandidat, um den Run zu gefährden. Nicht ganz so tödlich, wie wenn man The Lost ist, aber... Was ist eigentlich mit diesen beiden Reflection Buddies? Was hat es eigentlich damit auf sich, dass sie irgendwie so komisch... Und die Fliege auch. Okay, warum sind manche Begleiter so komisch in mich geklippt oder so? Das ist sehr verwirrend. Danke, Mom. War ein aufregender Kampf. Der Bruder Robert. Ich schau mal rein. Nee. Nee. Die Begleiter sind auf Kuschelkurs. Ich sehe schon. Ich verstehe aber auch warum. Vor allem in der Welt heutzutage. Muss man manchmal ein bisschen auf Kuschelkurs gehen. Oh! Das war ein absoluter Hit gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da war ganz kurz ein sehr langer Hollow. Und dann war er weg. Oh, ich habe neuen Luck. Ja. Yeah. Es war kein Larry, es war ein Hollow, aber er war ziemlich lang. Und dann war er ziemlich tot. Der Hund schon wieder. Kann nicht jemand von euch mit dem dummen Hund rausgehen? Jetzt reicht's aber langsam. Okay, Fred. Freue mich, dass wir drüber geredet haben. Das ist kein Guppy-Item. So seltsam, dass die Begleiter so komisch in mich reingeklippt sind, ein paar. Lohnt sich Horizon Collectors Edition? Das ist eine seltsame Frage. Willst du nicht eher fragen, lohnt sich Horizon? Da musst du wissen, ob du Zeug aus der Collectors Edition haben willst. Ich habe das Gefühl, Collectors Editions sind gewaltige Platzverschwendung. Aber dazu sollte gesagt sein, ich bin der Typ, der hinter sich den Booster Boy herumliegen hat. Generell fremde Leute zu fragen, ob sich was für euch lohnt, ist immer eine gute Idee. Denn das sind Dinge, bei denen es ein universelles Ja und ein universelles Nein gibt. Oh mein Gott! So weit, so gut. Wo ist der Boss? Da ist der Boss. Okay. Wir gehen direkt weiter, weil ich der Lost bin und ich will nicht. Das Ziel von diesem Run ist es, diese Victory Lab zu Ende zu bringen. Sag mal, wie habe ich nicht bei... Ja, schwören könnte ich ja beide Holy Mantles verlieren sollen, aber hören wir mal, ich bin runter. Diese Victory Lab noch zu beenden und dann sind wir fertig. Dann habe ich die ultimativen Victory Labs hinter mich gebracht.
Und das ist das ultimative Leben. Versteht ihr? Dieser Run ist so fucking stark. Bringt Victory Lab überhaupt was? Ja, man schaltet Zeug frei. Also für Victory Labs, was man in ihnen macht, ist, man kann eh nur Elder Lab machen. Sonst kann man keine weitere Victory Lab machen. Wenn man genug nacheinander macht, schaltet man was frei. Das letzte Item oder Achievement oder was auch immer, bekommt man, wenn man 3 Victory Labs gemacht hat. Und wir sind gerade in der dritten. Wir haben davor für die zweite, die ich abgeschlossen habe, schon Butter bekommen. Ganz recht. Keine Margarine. Butter. Keine halben Sachen. Für Victory Lab Spieler. Ich weiß, dass ich die nächste Victory Lab starten muss. Das wurde bereits ungefähr 30 Mal angemerkt in den letzten 10 Minuten. Oh ja, und bei der dritten Victory Lab wird man der Lost aus irgendwelchen Gründen. Ursprünglich war ich Tainted Lilith. Oh mein Gott, muss das jetzt sein? Ziemlich stark. Yera. Nein! Was? Ja, das Gefühl, der kleine Incubus ist das, was den Run endgültig viel zu stark gemacht hat. Nicht, dass es davor nicht schon war oder so, aber der Incubus hat nochmal einen starken Beitrag geleistet. Will ich einfach nur sagen. Evas. Game Crash incoming. Ich versuche nicht zu viel zu feuern. Vor allem reicht es auch, wenn ich nur ganz kurz drücke. Wobei ein Game Crash heute ganz erfrischend wäre, denn wir hatten noch keinen. Also hätte ich auch nichts dagegen, wenn wir mal wieder einen hätten. Wenn man sich mal wieder lebendig fühlt. Vor allem mit The Lost. Stell dir mal vor, wie peinlich das wäre. Rerun! Okay, und jetzt können wir das Ganze beenden. Oh, ich habe so viele Items verloren. Oh mein Gott. Ja, yeah, okay. Wo kann ich denn sterben? Sollen wir weitermachen? Das Spiel crasht. Kann ich nicht einfach beenden? Wir haben 9 Lives. Das wird ewig dauern. Okay, wisst ihr was? Nein, wir machen das. Ich schaff das. Ich brauche nur einen Raum, in dem ich sterben kann. Oft. Feuer oder so. Dieser Run hat ein ehrwürdiges Ende verdient. Sowas zum Beispiel. Hey, Mulligan. Den hätte ich gerne. Ich will meinen Mulligan. Hilfe. Ich komme nicht ran. Oh mein Gott, diesmal klappt's aber. Wir schaffen es, an den Mulligan zu kommen. Oh, damit werde ich so viele Fliegen verschießen können mit meinem Luckstat. Ich sag's euch. Es wird enorm. Versuche jetzt, linke Feuer zu fliegen. Vielleicht kann ich dann zum Mulligan. Oh, da ist er ja. Ups. Huch. Das war ein langer Run. Ich habe ihn noch bekommen, aber dann ist irgendwie noch was dazwischen gekommen. Ich weiß auch nicht ganz was.